Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Days After. Ja, warum diese Aufnahme? Genau jetzt. Ganz einfach. Wie ihr seht, bin ich kurz vorm nächsten Level Up. Und hoffe, dass ich vielleicht schon während des Holzsammelns hier im dichten Wald, ich war vorher im Kiefernwald und habe da auch Holz gesammelt, dass ich dann vielleicht schon die entscheidende Erfahrung sammle, um eine Stufe aufzusteigen. Ja, also schauen wir mal, ob das klappt. Ihr seht, bin ich relativ gut ausgerüstet hier fürs Farmen. Habe eine ganz gute Rüstung dabei. Also eine gute Brustrüstung. Der Rest ist okay. Ist eigentlich ein entspanntes Farmen. Jetzt einfach ein bisschen Holz. Wenn ich Glück habe, kriege ich hier wieder einen Hundewelpen. Das wäre ganz nice. Dann können wir da bald mal ein paar Hunde züchten. Denn meine Hundebox ist langsam voll. Ich denke, in ein paar Tagen habe ich sie komplett voll. Und dann werde ich auf jeden Fall mal die Welpen züchten. Wir können gleich mal gucken. Theoretisch habe ich, wenn wir wieder in die Base kommen, 18 Geschenke, glaube ich. Und dann können wir bei Jane mal wieder ein paar Punkte sammeln. Da bin ich ja noch lange nicht bei 600 Punkten, aber auf dem Weg dahin. Und es könnten, ich habe heute früh 12 Eisenplatten hergestellt. Ja, im letzten Video, glaube ich, habe ich die angefangen, die Fässer herzustellen dafür. Die könnten also fertig sein. Die Eisenplatten und dann würde ich da heute noch eine Werkbank heute aufrüsten, wahrscheinlich die Schmelze. Mal schauen. Ich habe ja jetzt die Liste und kann gucken, was sich da lohnt aufzurüsten, womit, wo ich da überhaupt weiterkomme und so. Genau, das werde ich gleich mal machen. Ja, und ich hoffe halt, dass hier ein Level Up klappt. Mit den Ködern bin ich gerade ganz gut dabei. Ich habe gerade keine übrig. Ein paar rote, aber genau. Der Eichenwald ist, glaube ich, in einer halben Stunde wieder ready. Dann werde ich da hingehen und werde da die roten Köder benutzen und so. Also ich bin heute tatsächlich wieder kurz vorm Ende der Woche ganz gut dabei. Ja, warum das mit den Ködern? Wie gesagt, es gab letzte Woche auf Facebook eine Rangliste, von der vorher keiner etwas wusste. Wenn ihr natürlich sagt, ihr wollt unbedingt mal bei dieser Rangliste dabei sein, ihr könnt natürlich hergehen und zum Beispiel Max Jägers Kiste kaufen. Was kostet die eigentlich? Och, geht es so. 6,99 für 10 Stück. Und dann kriegt ihr hier ja eine Menge Köder. Und wenn ihr die alle benutzt, dann könnt ihr natürlich locker in den Top-Platzierungen landen, ja. Wenn das auf Facebook weiterhin so ein Feature bleibt, dass man da dann in eine Rangliste kommt. Vielleicht haben sie es auch nur für die erste Woche gemacht. Keine Ahnung. Ich habe mir auf jeden Fall gedacht, ach komm, wenn nochmal die Rangliste kommt, dann versuche ich einfach mal, mich dann wieder in den Top 5 aufzuhalten. Ich habe es ja auch im letzten Video gesagt, ich habe nächste Woche wahrscheinlich nicht so viel Zeit, wie ich es diese Woche hatte. Also wäre das dann meine letzte Chance, einen Ehrenplatz zu bekommen noch, wenn es denn klappt. Wenn denn meine Bemühungen hier reichen, das weiß ich nicht. Wird sich dann zeigen. So, wir machen hier alle Zombies weg. Ich meine, es gibt auch Erfahrungen, die lassen gut Sachen fallen. Das lohnt sich momentan wirklich, die Zombies immer umzuhauen. Da kriegt man gut Zeug für. Und hier, die Waffe ist jetzt ja nichts Weltbewegendes, dass ich dadurch verbrauche. Die Rohstoffe dafür haben wir locker wieder drin. Diese infektiösen Simons haben ja vorher lila Ohren fallen gelassen. Ganz, ganz selten tun sie das auch noch. Also ein lila Ohren bekommt man ja nur noch unglaublich selten. Und ja, diese Zombies können die noch fallen lassen. Hatte ich heute erst. Und auch die infektiösen anderen, die ganz dicken Marvins zum Beispiel. Es ist super selten. Wenn man zum Beispiel die Mine durchspielt, dann kann man da vielleicht auf, wenn man Glück hat, diese lila Ohren bekommen. Beim Sheriff habe ich heute auch schon zweimal was eingetauscht. Also da bin ich auch dran. Das ist mir wichtig, da wieder in den Top 20 zu landen. Denn vielleicht gibt es da dann wieder Titanium-Barren. Denn das Zeug will ich haben. Und das Zeug gibt es da momentan nicht mehr auf den Plätzen 20 bis 40. Also ist das zu meinem Ziel geworden, da wieder aufzusteigen. Mal schauen. Gucken, was wir hier in der Kiste finden. Genau, und ich habe es am Ende des letzten Videos gesagt, weil es aber am Ende war, sage ich es hier gerne nochmal direkt zu Beginn. Haut mir mal eure Vorschläge, was ich spielen soll, also hier in Days After, haut mir das mal in die Kommentare. Oh cool, ein Eisenbarren. Crazy. Also wenn ihr hier irgendwas Bestimmtes gerne sehen wollt, einfach nur mal sagen, yo, hey, geh doch mal bitte dahin. Dann kommt das auf meine To-Do-Liste und dann mache ich das normalerweise innerhalb von 2 Wochen oder so. Ja. Kriege ich im Normalfall hin. Okay, das Fleisch wollen wir auf jeden Fall später noch mitnehmen. Da ist schon ein Hundewelpe. Ja, wunderbar. Ich nehme die alle mit.
Geht meine Kapuze zwar kaputt, aber was soll's. Und den Wolf, den wollen wir im Optimalfall mit dieser Waffe besiegen. Deswegen haben wir so eine Machete dabei. Genau so. Die Wurfmesser sind nicht absichtlich im Inventar. Die nehme ich eigentlich nicht mit. Nur wenn ich rote Köder dabei habe. Aber die habe ich vergessen, vorher aus dem Inventar zu packen. Selbst schuld. Jetzt kann es halt wieder sein, dass ich nicht alles mitnehmen kann. 31.457 Erfahrungen, um eben gerade diese Stufe zu erreichen. Okay. Das ist okay. Wird immer mehr, ey. Immer mehr. Ja, haben wir doch unser Level up, das ich mir erhofft hatte. So, liebe Kiste, was lasse ich erstmal bei dir? Weil der Welpe ist mir auf jeden Fall wichtig, den direkt mitzunehmen. Oh, hier sind nochmal die Fleischkeulen dabei. Die nehme ich erstmal lieber mit als das andere. Und die Ohren würde ich auch gerne mitnehmen. Oh, Mann. Naja, jetzt erstmal Holz sammeln. Wir müssen hier eh nochmal hin. Ich glaube, dass ich auch vom Holz... Wobei, die Beeren können wir noch futtern. Genau, ich sollte jetzt erstmal Holz fällen, dass wir wieder Hunger haben. Dann lohnt sich das Bärenfuttern gleich doppelt. Durch Level Up haben wir halt wieder volle Leben, aber das macht jetzt auch nichts. Guck mal, wir können ein bisschen kämpfen hier. Wunderbar. Wunderbar. Und was ist bei euch so? Gerade, was geht bei euch ab? Im Spiel, im Real Life, haut mal raus. Ah, jetzt habe ich wieder keinen Platz. Was ist denn... Was habe ich denn gerade aufgehoben, dass ich wieder keinen Platz mehr habe? Hm? Moment. Ich glaube, die Seile waren es. Ah. Machen wir es mal so. Nehmen aber hier erstmal alles mit, damit es auch da schon mal irgendwie in der Kiste ist. Dann holen wir jetzt hier das bisschen Holz noch dazu. Dann wollen wir hier gerne alles mitnehmen, das Holz mitnehmen. So, stehen hier noch ein paar Bäumchen? Nein, das heißt, die stehen vor allen Dingen hier. Ah, oh, nee, nicht Gras. Nimmst du bitte nicht Gras, hä? Brauchst du nicht Gras nehmen, habe wir Baum hier, hä? Baum ist wichtiger. So. Ich hatte tatsächlich jetzt, weil ich auch öfter wieder zum dichten Wald bin, weil ich ja Holz brauche, für Kohle und Co. Mal wieder den Typen, der hier die Quest hat. War ganz gut. Da habe ich mal ein bisschen das nutzen können. Ein paar Huskies dadurch bekommen. Das war ganz nett. So, Dolly. Was lasse ich hier? Erstmal die Frage, ist hier noch ein Baum? Ja, wir nehmen erstmal den Rest Holz mit und dann überlege ich, was ich da lasse und was ich mitnehme. Habe ich hier überhaupt schon in die Kisten geguckt? Wahrscheinlich nicht. Doch, habe ich. Ach, stimmt. Ja, rostiges Eisen und Wasser. An sich auch nicht verkehrt, aber deshalb würde ich jetzt nicht unbedingt zurückkommen. Ein rostiges Eisen hatte ich jetzt wieder einiges an Vorrat. Da ist zwar wieder die erste Kiste leer, weil ich gerade daraus wieder Eisenbarren gemacht habe. Also hier Eisenstangen heißen sie ja. Okay, ich glaube, die Felle brauche ich hiervon noch am wenigsten. Und den Kürbis kann man gerade einfach auch für diese Köder ganz gut gebrauchen. Gibt es noch eine Rüstung, die ich tragen kann hier? Nee, ne? Gut, dann... Ich schaue mal, ob ich hier unten noch an die Kiste kommen, ohne dass die Zombies da hinkommen, weil dann gucken wir hier zumindest noch mal rein. Ja, Kohle beispielsweise nimmt man normalerweise mit. Das ist eigentlich... Dann nehmen wir das Blut nicht mit. Gut, let's go. Ciao, ciao. Cool. Ja, also jetzt nach Hause düsen und dann zum Eichenwald. Oder heißt der, der heißt mittlerweile Eichen im Sumpf oder so? Den haben sie ja umbenannt. Eichen im Sumpf, ja. Wenn ich von Eichenwald rede, meine ich immer das. Es gibt zwar auch andere Orte, wo man Eichenbäume fällen kann. Das wird zum einen die Kraftstoffleitung mit drei Bäumchen. Und auch hier beim Kontrollpunkt kann man ja auch in den Sumpf gehen. Dort stehen auch zwei Eichenbäumchen. Außer natürlich, sie haben jetzt die Kraftstoffleitung die Bäume weggenommen. Das kann sein, aber ich war leider seit dem Update nicht mehr da unterwegs. So. Betty, kann ich gerade schon wieder mit dir handeln? Ich glaube, ich habe alles erst gehandelt vorhin. Genau. Dann können wir direkt Holz in unsere Werkbänke schmeißen. Oh, genau 20 Stück. Nice. Perfekt.
So, hier bitte auch einmal Kohle herstellen für mich, danke. Und den Rest des Holzes, das immer gar nicht so viel ist, dahin. Direkt den Hund in die Box packen. Und hier die Kohle in die Kiste. Sieht doch ganz gut aus hier. Ah, okay, das ist das schon gewachsen hier komplett. Dann müssen da nämlich noch die roten Samen hin. Und dann kann ich wieder neue gelbe Köder herstellen. Da habe ich nämlich nur darauf gewartet, dass die fertig sind. Dann sind das wieder zwei Köder. So, Kürbis haben wir ja sowieso im Inventar. Dann können wir hier noch die Hörnchen wieder reinpacken. Also mittlerweile, meine Ohren hier werden ganz schön schnell weniger. Da hatten wir ja die Kiste fast voll. Und jetzt wollte der Händler die doch ganz schön oft, der Sheriff. Und ich hatte dann... Ja, plötzlich viel, viel, viel weniger. Ach stimmt, Fälle haben wir ja da gelassen. Kein Drama, da haben wir 4, 5 Kisten von. Genug, sagen wir es so, genug Kisten. Ja, cool, 18, 9, das heißt hier noch 2 von, da noch 1 von. Dann haben wir wieder 5 Bücher, aber gerade haben wir ja schon 60 Stück. Und ich weiß, also es gibt ein paar Werkbänke, wo man die reinpacken kann. Vielleicht sollte ich das endlich einfach mal machen. Schatzkarten kann ich auch bald schon wieder machen. Das ist so nice, das macht richtig Laune. Also das letzte Update, ich sage das gerne immer wieder, weil das ist einfach aus meiner Perspektive so war das bisher spielerfreundlichste Update. Es wurden ein paar Sachen zurückgenommen, die vorher, also es wurden, zum Beispiel Holz, wurde eine Zeit lang schwieriger gemacht. Da brauchte man dann 3 Holz für ein Brett. Das haben sie zurückgenommen, das haben sie wieder erleichtert den Spielern. Benötigt wieder weniger Holz und so. Und all solche Kleinigkeiten, die dann zusammenkommen, machen das Update für mich zu einem von den bisher spielerfreundlichsten Updates. So nenne ich das mal. Okay, Fleisch können wir einfach hier unten lassen. Ich meine, 20 Stück kann ich hier unten genau aufheben. Dann ist es nur ein Stack und nimmt nicht mehr Platz weg. Ich muss trotzdem hier oben hin. Dann schauen wir mal schnell bei Jane vorbei. Ich glaube, ich vergesse das Daten bei den beiden hier oben auch in letzter Zeit. Wie viel haben wir jetzt gerade? Ich date erstmal, weil ich gerade lieber den Kuchen haben. Die Ohren, da bin ich gerade nicht so scharf drauf. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen Karten umdrehen. Dann schaffen wir heute die 400 auf jeden Fall. Das war ja letztes Mal das Ziel. Oder habe ich das im englischen Video gemacht? Ne, ich glaube, es war ein deutschsprachiges Video. Und da hat es nicht geklappt. Da fehlte uns dann ein Punkt. Ja. Ich weiß gar nicht, wo der nächste Step ist. Bei 440 oder bei 480? Ich glaube 440. Aber ich habe gerade nicht so viel Glück. Oh, ey. 402 Punkte. Also mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, sage ich euch. Und wir sind gerade so ein richtig krasses Eichhörnchen. Okay, Sympathie plus 3. Das ist doch mal ein Anfang. So, jetzt machen wir die Combo auf 6. Und da ist sie. Oh. Mies. Okay, machen wir weiter. 440 wird... Nein, wir haben noch 12 Versuche. So ist es nicht. Aber 440 wird natürlich schwer. Wir müssen so eine Combo bekommen. Dann schaffen wir die heute noch. Das könnte dann das nächste Outfit sein. Ist das so? Das sieht fast so aus, als wäre das auch das letzte Outfit. Das würde ich natürlich heute schon gerne schaffen. Einfach nur fürs Video. Ansonsten heute Mitternacht. Also ich weiß gar nicht, um wie viel Uhr. Ich bekomme hier so um 22 Uhr oder so immer die neuen Geschenke. Ah, eine Combo, hey. Und ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, das ist natürlich nice. Dann können wir es heute doch noch schaffen, hier 440 zu erreichen. Einmal nur noch 3 Punkte bekommen, dann haben wir es. Einmal heute noch. Oder jetzt halt die Kombo nochmal erhöhen, okay. Also wir müssen einmal 3 Punkte bekommen. Dann können wir uns hier gleich das neue Outfit anschauen. Komm. Yes. Sollte jetzt... Warte mal, wir haben noch 6 Geschenke. Ja, sag ich doch. Och, nice. Na, ha, nice. Das freut mich. Da ist das Spiel heute gnädig mit mir. Cool, dann kriegen wir gleich ihr letztes Outfit. Na, komm mal, nochmal 3 Punkte, nehme ich doch mit. Ja. Und dann sind es aber immer noch 160 Punkte halt danach. Für die letzte... Ah. Handwerkspistole erhöht. Und ein neues Outfit. Ja, tolli. Ich hätte gerne dieses Outfit wieder. Danke. Kann sein, dass... Da muss ich gleich nochmal überprüfen. Kann sein, dass das, was sie quasi hier unter ihrer Jacke trägt, dann nur noch ihre übrige... Oberbekleidung ist. I don't know. Und noch ein letztes Mal, oder? Ja, dürfen wir noch ein letztes Mal machen und dann haben wir es für heute durch.
Und die Handwerkspistole hat jetzt 10% mehr Haltbarkeit bekommen. Das ist natürlich interessant. Wir gucken uns mal an, die Kompetenzen. Armbrust hat ja schon die Haltbarkeit erhöht bekommen vor kurzem. Und jetzt die Handwerkspistolen, allesamt halt. Und danach Nagelpistolen. Da freue ich mich noch mehr drauf. Und dann die Pistolen, die normalen Pistolen. Und dann kriegen wir Leben. Also alles, was wir hier bekommen, ist gut. Ist einfach gut. Guck mal, die letzte Stufe ist ja Sturmgewehre. Und die craften wir uns eh nicht. Das heißt, es ist gar nicht so dramatisch. Ja, das ist nice. Das ist, ja. So, und dann gucken wir uns nochmal das Outfit eben an. Also hier hat sie sowas Schwarzes an. Und wenn wir jetzt die zum letzten Out, das ist irgendwie so eine andere Uniform. Und es sieht so aus, als wäre das das gleiche. Ah, okay. Gut. Dann haben wir uns das auch mal angeguckt. Was hast du nochmal für eine Kompetenz, die mir fehlt? Achso, Infektionsreduktion, Desinfektionsset. Ja, braucht man jetzt nicht unbedingt. Das Erste-Hilfe-Kit hier 33%, das war noch nice. Und das Heilen von den Bären ist tatsächlich, mittlerweile weiß ich das sehr zu schätzen, weil das macht sehr viel aus. Tatsächlich. Die Bärenkompressen, die Infektionsreduktion fand ich auch nice. Hunger mit Kürbis war jetzt nicht so spannend, geräuchertes Fleisch auch nicht. Lagerfeuer, Handwerksgeschwindigkeit war natürlich krass. Oh, warte mal, um 30%? Haben die das erhöht? War das nicht mal weniger? 30%. Lass mich mal was überprüfen. 30. Moment. Ich habe diese Kompetenzen ewig nicht angeguckt, aber ich meine, das haben wir ja hier auf maximal Level, also auf 33. Ich meinte, das waren vorher nur 25%. Dann haben sie das auf 30. Das wäre natürlich nice. Ich glaube, dass das erhöht wurde im Laufe der letzten Updates anscheinend irgendwann mal. Ja, cool. Wenn ich mich nicht irre. Ich mag mich irren, aber... Ach nee, ich glaube, ich hatte nicht mehr genug Platz woanders für Mais und deswegen ist der hier. Ne? Ich glaube, das ist schon Absicht, dass der hier ist. Guti, das ist doch nice. Haben wir 440, das heißt, Handwerkspistolen haben mehr Haltbarkeit. Jetzt würde mich interessieren, sind die Handwerkspistolen, die man bereits besitzt, auch erhöht worden? Oder sind die jetzt alle etwas kaputter? Nein, die hat jetzt zum Beispiel 110 von 110. Jetzt müsste ich halt nachschauen können, ob die das vorher auch so hatten, die halt, also, ob quasi, also, versteht ihr, was ich meine? Ich habe quasi hier 110 von 110, vorher hatte die aber vielleicht nur 100 von 100. Und ob jetzt auch die übrige Haltbarkeit, das, was noch verbraucht werden kann, gleich mit erhöht wurde um 10%, oder nur die maximale und sich das quasi auf bereits bestehende Waffen gar nicht ausgewirkt hat. Das habe ich natürlich vorher nicht gecheckt jetzt, ob das so ist oder nicht so ist. Naja, so oder so. Ich guck mal, was die Eisenplatten machen. Alle fertig. Okay, dann kommt jetzt die Stunde der Wahrheit. Ich habe ja diese Tabelle. Und ihr euch möchte ganz kurz im Hintergrund öffnen. Da müsst ihr bitte ganz kurz geduldig warten. Ich habe ja die Tabelle und ich bin auch schon dabei, sie zu übersetzen. Ja, es ist aber halt enorm viel zu übersetzen. Aber ich kann jetzt hier mal eben gucken. So, hier. Da, Tabelle 2. Und zwar suchen wir nach... Wie heißt du? Medic Table. Wahrscheinlich, ich habe es ja noch auf Englisch. Water Collector Workbench, Stewing Table, Smokehouse, Mason's Table, Melting Kiln, nein. Medic Table, hier. Wir brauchen für diese Stufe 12 Eisenplatten und 2 von den Eimern. Die Eimer könnte ich sogar noch haben, theoretisch. Wenn man aber in die Tabelle guckt, brauche ich für Stufe 5 auch wieder 16 Eisenplatten. Also lohnt sich das leider nicht, weil dann danach muss ich ja wieder Eisenplatten da reinschmeißen. Huh, mein Herz. Ich habe jetzt einfach 12 Eisenplatten einfach da reingeschmissen. Huiuiui. Ich mache das jetzt. Nee, es ist immer wieder spannend für mich, das zu machen. Alkohol. Habe ich nicht irgendwo noch Alkohol? Ich meine, wir haben 12 Alkohol. Irgendwo haben wir nämlich noch Alkohol. Wo? Oh. Ja, ich weiß, hier. Nein, nicht in der Kiste, sondern in der hier oben. Ja. Und damit haben wir mindestens 12 Stück. Und Öl und diese Bücher habe ich ja auch. Das ist doch gut. Öl. Und das erste Mal, glaube ich, jetzt. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht habe ich sie doch schon mal irgendwo benutzt. Aber so wirklich oft habe ich die noch nicht für Upgrades benutzt. Und bevor ich dich jetzt verbessere, wobei, vielleicht brauche ich für die nächste Stufe ja wieder irgendwas anderes. Also,
verbessern. Wir können Kupferbarren herstellen. Wupp, wupp. Okay, blaue Chemikalien haben wir leider keine, oder? Schauen wir mal nach. Wie sieht's aus? Ich habe blaue Chemikalien. Moment, Moment, Moment. Alles nacheinander. Ich kann ja einfach in der Tabelle gucken. So, für Stufe 7. Chemical Container. Zweimal. Chemical Container Blue. Den braucht man tatsächlich nur fürs Labor auf Stufe 5. Und für den hier, oder? Das glaube ich aber nicht so ganz. Dann haben die sich doch verschrieben. Den habe ich doch schon öfter mal gebraucht. Gucken wir mal. Also, Chemical Container. Okay, den grünen braucht man für die Holzwerkbank. Dann braucht man jetzt hier den blauen. Den grünen braucht man auch für den Waffenschmied auf Stufe 8. Ah. Den grünen braucht man auch für Stufe 6 des Medizintisches. Dreimal. Ja, da kommt nachher aber doch was auf mich zu, bevor ich den machen kann. Und man braucht auch den grünen. Es gibt einen roten Chemical Container. Den hier gibt es in Rot. Also es gibt einen roten Chemikalienbehälter. Habe ich noch nie bekommen. Okay, krass. Das ist die einzigen blauen, die man noch braucht. Also danach. Oh, das, mir ist gar nicht aufgefallen, dass der ein neues Design hat jetzt. Nice. Mega nice. Weil wisst ihr was? Ich bringe den gleich auf die nächste Stufe. Ich will hier die Geschwindigkeit erhöhen, dass der schneller herstellt. Aber direkt, wenn ich doch die Rohstoffe dafür habe. Ja, mega cool. Mega, mega cool. So, let's go hier. Dann machen wir das jetzt alles hier. Nehmen wir mit. Oh, war nicht genug. Ich dachte, ich brauche nur so wenig. Und Stahl. Und ich glaube, ich habe sogar tatsächlich die Tage nochmal neuen Stahl hergestellt. Ja, ja, ich habe wieder 100. Da haben wir wieder reingehauen. So, verbessern. Oh, theoretisch. Ah, ich habe keinen Spatelwerkzeugsatz. Okay. Und irgendwie ist das hier auch verbuggt oder so, weil hier steht wieder nur 18% auch für die nächste Stufe. Was ein bisschen merkwürdig ist, aber gut. Ja, also wir haben den Werkzeugsatz nicht, aber macht nichts. Wir haben dafür die Geschwindigkeit um 6% nochmal erhöht, in der hier produziert wird. Ey, nice. Endlich. Okay. Für die, die meine Videos noch nicht seit Anfang anschauen, und das werden die meisten von euch sein, vermute ich sogar. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Erzähle ich euch eine kleine Geschichte, eine kleine Anekdote mit Days After und mir und dieser Werkbank. Und zwar der Schmelze. Als ich das angefangen habe, war das Spiel natürlich noch nicht so alt. Es gab ein paar Updates noch nicht. Und ich konnte noch keine Eisenplatten herstellen. Damals konnte man noch keine Kupferbarren herstellen. Es waren sogar noch nicht mal Kupferbarren im Spiel. Man konnte sie nicht mal irgendwo sammeln. Dieser Rohstoff, den gab es noch nicht. Im ganzen Spiel gab es ihn noch nicht. Und anstelle, dass hier bei Stufe 6 Kupferbarren angezeigt wurden, wurden hier ab Stufe 6 Eisenplatten angezeigt. Also das, was man hier in der Forge, in der Schmiede, auf Level 1 herstellen kann. Und ich hatte eine Aufgabe, beziehungsweise ich glaube, ich wollte mein Auto fertig machen und brauchte dafür logischerweise Eisenplatten. Braucht man ja für das Auto. Und dachte mir, gut, ich muss hier die Schmelze, oder Schmiedeofen, das Ding hieß mal Schmelzofen, das Ding hieß mal Schmelze, haben sie jetzt besser übersetzt. Schmelzofen finde ich gut. Dann dachte ich mir, gut, auf Level 6 aufrüsten, kein Problem. Für Level 4 habe ich richtig, also für die Zeit, die ich da, ich habe richtig viel Rohstoffe gebraucht. Ich weiß nicht mehr, was es war. Es gibt auf jeden Fall ein Video dazu, wo ich den verbessere und dann ganz enttäuscht war, weil ich mache Level 4, hat ewig gedauert, um auf Level 5 zu sehen, dass ich Eisenplatten benötige. Und ich dachte mir so, wow, ne? Oder ich habe Level 3 gemacht, brauchte für Level 4 Eisenplatten, dachte, hä, wie soll ich denn jetzt Eisenplatten herstellen, die ich ja noch herstellen muss? Also, ich will Eisenplatten herstellen freischalten, kann das aber nicht machen, weil es geht nicht. Und dann habe ich den Entwicklern auf Facebook geschrieben und sie meint so, du musst die Schmiede, die Forge bauen. Ja, damals war die Schmiede nicht anders als heute. Ich guck mal ganz schnell, was man heute benötigt, um die Schmiede zu bauen. Das weiß ich nicht. Okay. Ja, ich glaube, das ist ziemlich identisch zu dem, was ich damals brauchte. Eisenstangen, ich hatte so gut wie kein Eisen. Tonziegel, 20 Stück, das war damals unglaublich viel. Unglaublich viel. Ich glaube, das war ziemlich ähnlich.
Also musste ich dann, nachdem ich mein ganzes Eisen, glaube ich, ich hatte mein ganzes Eisen oder mein ganzes Ton hier reingesteckt in das Upgrade und dann war ich sehr enttäuscht. Hab gedacht, naja, komm, ist jetzt so, das Game macht ja übel Spaß. Ich will jetzt deshalb nicht das Game auf das Game sauer sein. Das kann mir passieren, ja, dass ich dann denke, ach, was ein Kack, ich spiele nicht weiter. Also bin ich leider manchmal. Auf jeden Fall habe ich dem Game gesagt, gut, weiter geht's. Und tatsächlich, heute ist das Ding auf Stufe 7. Nach bestimmt 3-4 Monaten später oder also um das jetzt auf Level 6 zu bringen, hat also gefühlt für mich am allerlängsten gebraucht, länger als alle anderen Werkbänke, habe ich an diesem Teil getüftelt, bis es endlich seine heutige Stufe hat. Ja, und das macht mich gerade sehr happy, weil so ein bisschen ein Ding, was immer unmöglich schien, weil da man ja so viel Zeug braucht und, habe ich jetzt endlich gemeistert. Stufe 7 ist noch nicht die höchste Stufe, klar. Die letzte Stufe ist nochmal richtig krass mit den Bausätzen hier, mit den Werkzeugsätzen. Aber ich meine, ich kann endlich all meinen Kupferschrott und wie ihr seht, hier sind 300. Mit dieser zweiten Kiste komme ich auf 600. Und die ist fast voll. Also ich habe noch nicht ganz. Ich habe jetzt 884 Kupferschrott. Gehen wir einfach mal davon aus, ich finde noch was, ja, dann komme ich auf 900, das ist eine einfachere Zahl. Ich kann hier ohne Probleme, wenn ich denn genug Kohle dafür habe, 300 Kupferbarren herstellen. Und ihr müsst bedenken, 100 Kupferbarren habe ich nur gefunden, 102. Und noch ein bisschen mehr, ich habe ein paar Kupferbarren schon verwendet für ein paar Upgrades. Also, da kommt jetzt noch was. Kupferbarren werden da jetzt erstmal schön eingeschmolzen in den nächsten Tagen. Auf jeden Fall ist das jetzt meine Priorität hier, dass ich mal endlich meinen Kupferschrott loswerde. Aber vorher noch ein paar Eisenstangen. Gut, genug der Anekdote und der Geschichte, warum mich das gerade sehr gefreut hat, dieses Werkbänkchen fertig zu machen. So, als nächstes fehlt mir noch der Medizintisch, der Medic Table. Der ist auf Level 3, wie gesagt. Ich brauche mir hier noch 12 und dann nochmal 16. Und ich kann hier nochmal in meiner schlauen Tabelle gucken. Der Medizintisch benötigt dann für Stufe 4, wissen wir es ja schon, sehen wir ja. Dann brauchen wir Salpeter, okay, Iron Plate, kein Problem, Eisenplatten. Ah, und wir brauchen diesen Stuhlkit hier, das brauchen wir zweimal, Stuhlwerkzeugsatz, habe ich. Und 20 Eichenbretter, habe ich auch. 12 mal Stahl für Stufe 6, 20 Tonziegel für Stufe 6 auch. 12 mal diese Chemikalien, 12 Bandagen und dann halt 3 von diesen chemischen Containern in grün. Und da weiß ich noch nicht, wo es die gibt. Also beim Airdrop auf jeden Fall, aber ja, das wird nochmal ein Spaß. Gut, jetzt habe ich wieder genug geredet. Ich wollte noch in den Eichenwald und ich will da den Timer auch nicht zu lang warten lassen. Also nicht zu viel Zeit verstreichen lassen. Das Ding ist, ich werde jetzt nochmal 6 Minuten warten, weil ich jetzt in 6 Minuten nochmal ganz schnell einen roten Dings hier herstellen kann. Und dann nehme ich beide mit. Die gelben nehme ich jetzt mal nicht mit, sondern nur die roten. Dann haben wir mehr Platz für andere Sachen. Dann werde ich da auch mal wieder die Bäume fällen und so. Ein bisschen Eichenholz. Ich brauche es zwar gerade nicht so krass, aber dann haben wir es halt mal mitgenommen. Also, was soll's. So, also warten wir 6 Minuten, das schneide ich euch raus und wir sehen uns direkt danach. Mit einem sehr euphorischen und glücklichen Frantic. So, weiter geht es. Ich hatte hier noch schnell ein paar Sachen von A nach B in den Kisten platziert. Das hier sollte jetzt fertig sein. Dann gucke ich nochmal ganz schnell, ob ich gerade noch irgendwas anpflanzen kann, denn das Feld ist ja auch fertig. Nee. Haben wir alles dabei. Die Axt ist übrigens fast kaputt. Ich habe mich jetzt gegen eine neue Axt entschieden. Das ist jetzt nicht so wichtig. Es ist mir gerade zu viel, also 14 Holzbretter für eine Axt ist mir gerade irgendwie zu viel. Deswegen habe ich jetzt, bin ich froh, dass ich schon relativ viel Eichenholz im Vorfeld gesammelt habe, als das Äxte herstellen noch nicht so teuer war. Wäre natürlich noch besser gewesen, sich ganz viele Äxte auf Vorrat herzustellen. Aber was soll's, ich bin absolut zufrieden mit den Rohstoffen, die ich habe. Und ich werde ja auch nicht mehr so viel Eichenbretter und so viel Sachen gebrauchen, weil ja meine Werkbänke schon relativ gut hochgelevelt sind. Genau, wir machen hier also mal einen kleinen Run noch im Eichenwald, hauptsächlich für die Köder, damit ich die auch noch gemacht habe heute. Und so ein bisschen gehen wir hier für das Holz. So,
Da ist halt das Ärgerliche. Für die Shellys brauchen immer einen Schlag zu viel, leider. Oh, bevor hier gleich alle aggressiv werden, weil ich schon wieder so doll infiziert bin. Schnell meine Bandage reingepfiffen. Aber ansonsten sind es hier, ist ja relativ classic, was wir hier machen, ne? Jetzt gar nicht so was Wildes in diesem Game, dieses Gebiet. Also, ja. Es ist alles immer schwerer, als es, immer leichter, als es aussieht, finde ich. Ich mag, also, das Schwierigkeitslevel dieses Spiels finde ich absolut angemessen. Es gibt ein paar Sachen, die sind recht knifflig. Vor allen Dingen muss man immer schauen, dass man nicht mehrere Zombies auf einmal bekämpft. Das kann ganz schnell, ganz schön schief gehen, aber ja, wenn man das ruhig angeht, nacheinander sich auf die einzelnen Zombies konzentriert, dann ist alles gut machbar, auch mit nicht der besten Rüstung und so, mit den nicht den allerbesten Waffen. Man muss halt strategisch ganz clever spielen, dann ist das Spiel hier nach einem guten Schwierigkeitslevel spielbar. Und es gibt aber Herausforderungen, ja, macht man halt die Bosse oder irgendwas anderes, da hat man seine Challenges, da ist man wieder versorgt, wenn man sagt, ja, das Rohstoffe-Farm ist mir aber zu leicht. Ich finde, Rohstoffe-Farmen so für Basic-Rohstoffe sollte auch nicht zu schwer sein, denn schließlich macht man das nicht nur einmal, das macht man 100 Mal, das macht man 300 Mal, 400 Mal. Ich weiß nicht, wie oft ich schon Steine und Lehm und ach, wie oft ich schon das Zeug hier alles gefarmt habe. Viel zu oft. Und dann sollte das auch in einem gewissen Grad immer machbar sein, ja, und nicht jedes Mal zittern, ob man da jetzt hin kann oder nicht, ob man das jetzt schaffen kann oder nicht, so. Genau, finde ich ganz nice. So, ich habe, weiß ich, glaube ich, kann ungefähr 12 oder, vielleicht kann ich sogar 16, nee, ich glaube, ich kann nur so 12 Holz mitnehmen. Werden wir gleich sehen. Das wären jetzt erstmal 10 Holz, dafür reicht die Axt noch. Es kann sein, dass ich irgendwie beim bei einem Baum dann leider den letzten Schlag nicht mehr machen kann oder so, weil dann geht die Axt, glaube ich, kaputt. Aber ich bin mir gerade echt nicht sicher. Oh, mir geht hier meine Standardwaffe gleich kaputt. Das ist natürlich weniger erfreulich. Die soll mich hier doch eigentlich noch durchbringen. Ja, komm. Ein kritischer Treffer wäre nice. Ah, schade. Weil dann machen wir den lieber mit den Wurfmessern. Das ist ein bisschen entspannter. Hauen wir noch den Georg um. Den Georgie McGeorgian. Georgeson. Und jetzt haben wir wahrscheinlich... Oh, 23 noch. Mehr als ich dachte. Hä, wie viel Haltbarkeit hat denn die Axt? Hatte die so viel? Ich dachte, die hatte nur 38. Habe ich das falsch, mir falsch angeguckt oder so? Keine Ahnung. Passt aber. Dann können wir doch noch ein, zwei Bäumchen mehr mitnehmen. Das ist doch gut. Warte mal, können wir alle Bäume mitnehmen? Habe ich mich so sehr verguckt? Anscheinend. Ich brauche doch um 20... Ach nee, ich brauche hier gar nicht so viel Haltbarkeit. Warte mal. Ich fälle ja nur 10 Bäume. Das heißt, 30 Haltbarkeit reichen, um hier einmal alles umzuholzen. Ich dachte, ich brauche 60 Haltbarkeit. Nee, dann reicht die Axt. Dann habe ich mich vertan. Umso besser. Dann nehmen wir hier nochmal einen ganzen Stack mit. Ist doch cool. Ist doch perfekt. Mehr will ich doch gar nicht. So, dann legen wir hier noch den Köder aus. Währenddessen können wir das rostige Eisen noch mitnehmen. Steinhammer haben wir dabei. Und warten auf die Bobs, die kommen. Oder ein einzelner vielleicht nur, aber werden wir dann ja sehen. Sieht nach einem einzelnen aus. Ja. Immer schön einmal werfen, dann weggehen. Zweimal werfen kann funktionieren. Manchmal haut er einen dann aber auch schon. Wunderbar. Das war's schon, oder? Und da wir hier Beeren finden, können wir gleich Beeren futtern, sind fast wieder full life, haben keinen Hunger mehr und verlassen dieses Gebiet nach einem simplen, guten Run. Ja, das lief doch relativ flüssig alles. Wunderbar. Hab ich die Kiste gelootet? Ja, da haben wir Klüver gefunden. Gut, dann war es das mal wieder für dieses Video. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Ich darf heute nochmal zum Brückenunfall und auch nochmal zum Sumpf. Dann habe ich die erste Kiste mit Kristallen auf jeden Fall voll. Da muss ich sie auch langsam mal benutzen, ne? Ich kann ja nicht alles anhorten. Ich muss es ja auch mal benutzen irgendwann.
Ich bedanke mich aber erstmal fürs Zusehen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dann. Ciao, ciao.